Sanvete und willkommen zur finalen Folge von Risen. Letzte Folge haben wir ja das letzte Rüstungsteil geborgen, somit haben wir alle Teile der Titanenrüstung von Usegor, inklusive des Titanenhammers oder des Hammers des Titanenlords. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu Eldrick, das ist nämlich derjenige, der nochmal mit uns sprechen wollte, bevor wir... Nicht mehr genug Mana. Bevor wir nämlich in den Vulkan reingehen und mit dem Titan kämpfen. Nachdem wir das getan haben, ich hoffe, dass er irgendwas dabei hat oder beziehungsweise irgendwas für uns hat, was uns beim Kampf unterstützen wird, weil, naja, wir wissen ja, wie die Kämpfe ausgegangen sind. Okay, genau. Wir wissen, wie die Kämpfe ausgegangen sind gegen die Echsenmenschen. Wir hatten echt Schwierigkeiten. Von daher, jede Hilfe ist uns willkommen. So, schauen wir mal. Ich habe hier Teile einer Rüstung. Kannst du sie reparieren? Ach so. Solltest du da nicht besser zu einem Schmied gehen? Sie ist magisch. Es ist die Rüstung des Titanen. Ah, deswegen konnten wir dich anlegen. Du hast sie also gefunden. Yes. Komm mit. Was auch wieder schön ist, Eldrick nimmt hier die Rolle von Xardas ein. Nicht nur wegen der Stimme, sondern auch generell. Er hilft uns, er bereitet uns vor auf den letzten Kampf. Er ist sowas wie unser Mentor. Er hat uns mit den Kristallscheiben schon geholfen. Jetzt hilft er uns hier. Spiegelt so ein bisschen das Gute wieder aus Risen, so wie Xardas ja im Endeffekt auch der Gute war. So, da sind wir. An diesem Ort können wir die Rüstung reparieren. Den Ort kennen wir schon. Gib mir die Rüstungsteile. Hier haben wir schon hier sind die Rüstungsteile. Den Gut. goldenen Kristallteller. Dann lass uns beginnen. Wieder geheilt. So, Achtung. Und vor allem schafft er das alleine. Der braucht keine Unterstützung von irgendwelchen anderen Magiern. Es ist vollbracht. Es ist das, was vollbracht. Geteilt war, ist vereint. Hier ist die Rüstung. Sehr gut. Was ist jetzt passiert? Viel Glück. Oh, wir haben die sogar angezogen. Oh ja, sieht auch richtig gut aus. So, und was machen wir noch? Wir legen auf jeden Fall den Schild an, der auch mega geil aussieht. Und wir legen den Hammer an. Ey, das sieht ja richtig gut aus. Krass. Haben wir noch irgendwie einen tollen Bogen, den wir nutzen können? Titanenbogen, ja, nicht genügend Geschicklichkeit leider. Leichte Armbrust. Sieht die wenigstens schick aus. Ja, passt ein bisschen besser. Ey, das sieht ja richtig gut aus. Ja, jetzt sind wir einfach sehr gut, wenn wir jetzt hier mal reinschauen. Im Axtkampf, den haben wir fast voll. Und das heißt, wir sind... Oh, wir können uns auf jeden Fall nochmal teleportieren zur Vulkanfestung. Wo ist sie denn? Da, Vulkanfestung. Und werden jetzt nochmal den letzten Punkt investieren in unser magisches Geschoss. Was total unnötig ist, aber trotzdem werden wir es tun. Und wir werden nochmal einen Alchemietisch aufsuchen, damit wir da die letzten zwei Mana plus 5 permanente Tränke herstellen können. Was kannst du mir beibringen? Meister Vitus. Lehre mich dein Wissen über das magische Geschoss. Erinnere dich, die Kraft des Schadens und die Schussfrequenz. Diese Mächte beschützen dich. Sehr gut. Diese Mächte bestimmen über Leben und Tod. Entziehe dem Kristall mehr Macht und deine Geschosse werden schneller fliegen als jeder Vogel. Okay. Schauen wir nochmal, wie viel wir benötigen bis zum nächsten Level. 6000, ja, könnten wir sogar vielleicht noch schaffen. Wir sind Stufe 26. Haben wir genügend Weisheit? Leider nicht. Okay, wir haben es nicht geschafft. Was müssen wir noch tun? Genau, Alchemietisch. Wo gab es denn noch ein Alchemietisch? Wir haben ja nämlich die Tür leider nicht geöffnet. Hier gibt es noch einen, oder? Ne, was ist das? Eine Goldschmiede? Ne. Hier vielleicht? Ja, ein Alchemietisch, sehr gut. Die stellen wir her, einmal frei. So, das heißt, wir haben es geschafft. Wir sind einfach Meister der magischen Künste und wir sind Meister, ja. Das sieht gut aus. Des Hammers. Oder der, auf jeden Fall des Einhandkampfes. Ja, wo sind sie denn jetzt? Ah, hier. So, bedeutet, wir können uns jetzt dem Titan stellen. Wir haben Berichte den Druiden.
Oh, wir müssen vielleicht nochmal mit Eldrick reden. Oh nein, jetzt haben wir uns wegteleportiert. Ist das ärgerlich? Okay, das heißt nochmal Ostküste. Hier. Gut, jetzt haben wir nicht mit dem gesprochen. Wir hätten noch mit ihm sprechen müssen, wahrscheinlich, damit wir die Quest abgeben. Ja, das ist so die letzte Quest. Und dann haben wir tatsächlich nur noch eine. Das heißt, wir haben es geschafft, alle Quests abzugeben, was eigentlich ziemlich cool ist. Wir haben nicht eine offene Quest mehr, oder beziehungsweise jetzt halt, wie gesagt, nur noch die Quest mit Eldrick. Und dann haben wir nur noch die offene Quest, dass wir uns dem Titan stellen müssen. Und da haben wir ja auch einen Teleporter zum Inneren der Titanfestung. Wahrscheinlich direkt zu Usegor. Oder wir müssen wieder laufen. Ne, wir müssen wahrscheinlich wieder ein Stück laufen. Gib auf dich acht. Ultra unnötig. Okay. So. Wir haben doch hier irgendwas. Östliche Vulkangrotte, Vulkanfestung. Nee. Okay. Dann halt nicht. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Erledigt. Oh, Mist, 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 Mist. Ganz hinten vielleicht? Nee, wenn dann ganz oben, oder? Krypta, Krypta sieht gut aus. Questkarte haben wir aber auch nicht. Verdammt. Okay. Oh Mann. Ja, toll. Wo müssen wir jetzt hin? So ein Mist. Okay. Ah, doch, ich glaube, genau, wir gehen jetzt. So, jetzt erinnere ich mich wieder. Wir gehen jetzt nämlich durch den Hintereingang. Zum Inneren des Vulkans. Wir werden jetzt nicht durch die Vulkanfestung laufen, weil ich glaube, das dauert ziemlich lange, bis wir da durchgehen. Das heißt, der Hintereingang ist meiner Meinung nach schneller. Also laufen wir mal hier wieder zurück in Richtung des Hintereingangs und ja, nutzen die Zeit, um alles mal Revue passieren zu lassen. Wir sind höchstwahrscheinlich jetzt ziemlich nah am Ende. Wir müssen jetzt nur noch den Titan besiegen. Wahrscheinlich auch nochmal Inquisitor Mendoza nochmal besiegen. Wir sind ein immens starker Magier. Sah jetzt nicht so aus, die letzten paar Folgen, als wir gegen die ganzen Echsenmenschen und Das ist nicht Echsenkrieger nötig. und Elitekrieger gekämpft haben. Wenn es auf engem Raum oder wenn die Kämpfe auf engem Raum stattgefunden haben, ja, sahen wir nicht so gut aus. Ist halt so. Aber wenn wir genügend Möglichkeit haben, hatten uns zurückzuziehen, war es doch ganz okay. So, das ist der Mach dich Jorgensen, der nützlich. Pilzliebhaber. Und dann gehen wir jetzt hier zurück zu Brent. Was ich schade finde, ist, jetzt gucken wir mal die Rüstung an. O plus 12, plus 8, plus 40, also schon richtig heftiger Unterschied. Was ich schade finde, ist, dass wir keine andere Rüstung bekommen haben. Entweder habe ich die Rüstung einfach nicht gefunden. Vielleicht hätten wir mit irgendwem sprechen sollen, mit Du hast irgendeinem bestimmt noch Magier. was anderes zu tun. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Genau, hier hoch. Ah, okay, perfekt. Wir sind schon fast da. Da ist nämlich genau diese Zugbrücke. Die wird wahrscheinlich gleich hier sein. Ja, da ist sie. Jetzt gehen wir hier rüber. Und dann sind wir, glaube ich, schon da. Dass wir keine andere Rüstung gehabt haben. So, hier sind wir stehen geblieben. Machen die uns jetzt platt. Ich mach dich fertig! Tatsächlich, die greifen uns, wollen uns immer noch angreifen. Mörder! So, was passiert mit den anderen? Kommen die jetzt auch noch? Jo. Feigling! Oh, was passiert, wenn jetzt mit dem Hammer angreifen? Das will ich jetzt mal sehen. Ja, so gut ist er nicht. Oh, wir machen aber auf jeden Fall ziemlich lustige Animationen. So. Das sind wahrscheinlich die Kombos, die wir lernen, wenn wir im Schwertkampf oder in dem Fall Axtkampf
uns ein bisschen in den Trades aufsteigen. Damit lernen wir neue Combos. Ziemlich cool. Können wir leider nicht so viel mit anfangen. Oh ja. Also der Kristall ist gar nicht so schlecht, also das Magiegeschoss. Okay, so, jetzt wird es aber interessant. Jetzt gehen wir, jetzt haben wir alle platt gemacht. Jetzt geht's zu Usegor. Da ist er. Jetzt geht's los. Da sind wir. Oh, Mendoza ist wieder rausgekommen. Zurückgekehrt. Ja, Mendoza auch. Hast du die Rüstung? Ja. Sieht man doch. Gut, dann ist es soweit. Ich spüre. Wir sehen genauso aus wie. Der Titan ist frei. Noch hat er nicht seine alte Kraft wieder. Oh, den Helm haben wir, glaube ich, nicht angelegt. Du wartest, sammelt er seine Kräfte und wird stärker. Du hast nicht viel Zeit. Erstmal, da der Helm. Ja, jetzt sehen wir genauso aus. Was endlich mal ein schickerer Helm. Geh zum Tor. Der Titan wird sein Gefängnis bald verlassen. Dort musst du auf ihn warten. Okay. Wow. Der epische Showdown beginnt. So, Mendoza, hm? Ich wusste, dass du zurückkehren würdest. Doch es ist zu spät. Das Tor ist geschlossen. Und der Titan wird sich erheben. Tritt beiseite. Tritt beiseite. Niemals. Du wirst Platz machen, so oder so. Wir sehen echt schick aus. Du hast eine Kleinigkeit übersehen. Ohne Okular wirst du den Titanen nicht einmal sehen können. Dann holen wir uns das Okular. Glaubst du etwa, du kannst gegen mich gewinnen? Ja. Du trägst Ursegors Rüstung. Aber dir fehlt der Wille zum Sieg. Und deshalb wirst du, wie alle anderen, untergehen. Das wird sich zeigen, Mendoza. So, wir gehen jetzt mal schön hier in den großen Raum. Und laufen mal ein Stückchen weg. Kennen wir nämlich gut. Oh, er kann auch zaubern, verdammt. Das, ja, habe ich nicht bedacht. Double Kill. Ach Gott, klasse. Gut. Dann hören wir uns halt Mendozas Geschichte nochmal von vorne an. So, Licht. Eile. Und. Ich wusste, Attacke. Dass du. Doch. Ja, bla bla. Nicht du. 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 Und weg. Oh, das ist gut. Solange der seinen Zauber auflädt, kann er ihn nicht abschießen. Wir müssen nur aufpassen. Oh, der. Hat auch versucht vorbeizuschießen und versucht herauszufinden, wo wir uns als nächstes hinbewegen werden, aber hat nicht geklappt. So, was haben wir hier? Der Schädel, der letzte. Ja, da das Okular und zwei Klingenstab. Okay, cool. Dann Okular. Ah, okay. Oh Gott, sehen wir lustig aus. Wo ist der Schädel? Da ist er. Jetzt haben wir das Okular. Jetzt werden wir den Titan auch sehen. Erstmal weglaufen. Vorher hier mit Usegor reden. Ne, der hat nichts zu erzählen. So, nochmal komplett auftanken und wir betreten den finalen Raum und beginnen mit dem Showdown. Jetzt wird's interessant. Also wir sehen den Titan tatsächlich nicht. Oh, super. Fängt ja echt gut an. Oh, da ist er. Sieht ziemlich cool aus. Okay. Na dann, Attacke, oder? Oh, oder auch nicht. Wow. Was ist denn hier los? Okay. Können wir den jetzt angreifen? Wieso können wir den nicht angreifen? Ah!
Okay. Was müssen wir tun? War's das jetzt? Okay. Dann laden wir nochmal neu. So. Wir kriegen anscheinend sehr viel Schaden. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich mal das hier hinlegen. Das macht mehr Sinn. Pass auf, wo du hintrittst. Dort, wo die Runen aufleuchten, verschwindet der Boden. Okay. Halte. Okay. Halte. Gedrückt. Okay, klasse. Um die Geschosse abzuwehren. Na super, hat ja gut geklappt. Drücke Leertaste, um über die Schockwelle zu springen. Okay, alles klar, verstanden. Ah! Oh, wir haben es geschafft. Wir leben noch. So. Können wir den Gegner nicht ab... Wieso können wir nicht angreifen? Ach du meine Güte. Wow. Schnell mal heilen. Wäre vielleicht eine gute Idee. Okay. Schnell heilen. So, was passiert jetzt, wenn der uns abschießt? So, können wir jetzt mal zuschlagen? Wieso können wir nicht zuschlagen? Oh, jetzt! Haben wir ihn getroffen? Können wir uns heilen? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was hier zu tun ist. Okay, wenn er in dieser Form ist, können wir zuschlagen. Ah, okay, okay. Jetzt sieht es besser aus. Okay. So. Wir sind gesprungen. Alles klar. So, das heißt, er muss uns abschießen. Genau, und damit ist er dann in der Form. Okay, dann können wir zuschlagen. Alles klar. Okay. Boden verschwindet gleich wieder. Und wieder drauf. Die Frage ist, wie lange müssen wir das durchhalten, bevor es dann komplett vorbei ist mit dem? So, darüber. Okay, Schockwelle, nicht gut. Oh, nicht gut, wir dürfen da nicht nach hinten umfallen. So, jetzt komm, schieß. So, jetzt wieder Attacke. Nein. Oh Gott. So, genau, schieß auf uns. Dann schießen wir zurück. Attacke! Ja, wie lang noch? Wie oft müssen wir den... Wie oft müssen wir denn noch treffen? Ups. Nein, wir dürfen nicht sterben. Oh, oh. Nein. Oh, wir leben noch. Oh Gott. So. Einmal draufhauen. Schnell heilen. Jawohl.
Titanen wird die Insel auch weiterhin schützen. Eine der letzten Enklaven der Menschheit wurde gerettet. Du denkst, hier endet die Geschichte? Nein, was hier geschehen ist, ist nur der Anfang. Der Kampf gegen die Titanen hat gerade erst begonnen. Komm, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Das war's mit Risen. Wir haben nicht nur Inquisitor Mendoza besiegt, den wir in der ersten Minute des Spieles gesehen haben, und dann war er letztendlich doch ja sowas ähnliches wie der Antagonist oder der letzte, die letzte Instanz zwischen uns und dem Feuertitan. Dass wir den Titan besiegen mussten, gut, das haben wir erstmal, haben wir echt erst kurz vorm Schluss mitbekommen. Ob das jetzt der gleiche Titan war, den wir in den ersten Minuten gesehen haben, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war ein anderer Titan. Also es war wahrscheinlich so ein Wassertitan und jetzt ist es ein Feuertitan gewesen. Aber wir sind siegreich aus dem Kampf hervorgekommen. Wir haben es geschafft. Hier seht ihr wieder die ganzen Credits. Auch wieder sehr schön zu lesen, was die sich da einfallen lassen haben. Die ganzen Entwickler, also jedes Mitglied von Piranha Bytes. Und ja, an dieser Stelle auch wieder riesengroßen Dank an die gesamte Community. Ihr habt mir echt geholfen. Es gab tatsächlich hier einige Stellen, wo wir einfach überhaupt nicht weitergekommen sind. Ich sag nur das Thema mit der Hängebrücke und der Winde, wo man dagegen schießen musste, weil man halt nicht die Telekinese benutzen konnte, die wir bislang immer benutzt haben. Das war auf jeden Fall mal so ein Thema, aber ansonsten auch die ganzen Hinweise, wo wir hingehen müssen, was wir finden müssen. Was mich so ein bisschen geärgert hat, ist, dass wir erst, oder dass ich erst bei Folge, keine Ahnung, irgendwie um die 30 rum, also so nach der Hälfte, erst festgestellt habe, dass es eine Questkarte gibt, die uns dann hilft, irgendwie die ganzen, also damals war es ja die, waren es die Piratengräber oder die namenlose Gräber von Captain Stahlbart, dass man die halt erst zum Schluss gefunden hat und erstmal in der Gegend rumgeirrt ist, ohne was zu finden oder ohne zu wissen, wo es die gab. Im Endeffekt, was gibt's zum Spiel zu sagen? War ein echt cooles Spiel. Also muss ich echt sagen, es war jetzt mein erstes Piranha Bytes Spiel, was ich halt blind gespielt habe. Also jetzt, sagen wir mal, Risen habe ich halt noch nie gespielt. Genauso wie Risen 2 und Risen 3, die jetzt wahrscheinlich auch folgen werden. Klar, Gothic ewig oft gespielt. Elex auch jetzt einmal durchgespielt. Von daher, Elex wird auch noch kommen auf dem Kanal. Von daher macht euch da auf jeden Fall auch bereit. Da kommt noch einiges auf euch zu. Hat mir, wie gesagt, das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Die Karte, die war sehr klein, sehr schnuckelig, aber durch halt die Höhenunterschiede, die es dann gab und durch die Tiefe generell in dem Höhlensystem und so weiter, war es doch sehr abwechslungsreich. Der Kampf am Ende war auch gut. Man hat nicht ganz rausgefunden, was man machen sollte, aber durch die Hinweise hat man es dann doch irgendwie hingekriegt. Von daher auch da sehr, sehr gut. Was ein bisschen schade ist, dass man jetzt nicht alle drei Kristalle leveln konnte, also die Magiekristalle, wenn man Magier spielt, man muss sich halt von Anfang an für ein Kristall entscheiden, weil man halt nicht alle hoch leveln kann. Ihr habt es ja gesehen, wir sind ja dann, wir waren jetzt beim Magiekristall, waren wir irgendwie auf Stufe 7 und den Frostkristall haben wir ja gar nicht versucht. Ja, was auch ein bisschen schade war, ist, dass wir nicht das vierte Siegel brechen konnten, weil wir nicht genügend Weisheit hatten, das heißt nicht genügend Bücher oder Steintafeln gefunden. Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Im Endeffekt ist es nicht schlimm, weil Verwandlung in Aschebiest, total unnötig. Inferno, total unnötig. Sah zwar cool aus, aber hat keinen Schaden gemacht. Von daher, ja. Was man besser machen könnte beim nächsten Mal, ist, dass wir vielleicht direkt auf den Magiekristall gehen und den halt vollleveln anstelle von dem Feuerkristall. Wir haben ja gesehen, der Magiekristall macht so einen kleinen Knockback noch, dass die Feinde nicht direkt auf einen zulaufen. Von daher mit vielen, oder wenn wir gegen viele Feinde kämpften, gerade gegen Ende, gegen die Echsenmenschen, Echsenkrieger, Elitekrieger, Untote Krieger, wie sie alle heißen, wäre vielleicht das magische Geschoss besser, aber ja, mein Gott, passt. Was halt auch nicht, oder was wir auch nicht getestet haben, war halt der Eiskristall. Weiß jetzt nicht, kann ich halt gar nichts zu sagen. Da müsst ihr euch echt mal erkunden auf den ganzen Foren, also World of Risen, genauso wie World of Gothic, nur halt World of Risen. Da stehen auch ganz viele interessante Sachen,
Was ich auch schade fand, war die Rüstung. Also wir haben ja keine Magierüstung bekommen. Wir haben halt nur die eine Magierrobe bekommen. Ich hätte halt schon gerne nochmal eine bessere bekommen, weil so sind wir, ich sag mal, 70%, 80% des Spieles sind wir in der gleichen Rüstung rumgelaufen. Fand ich ein bisschen schade, aber ja, vielleicht muss das so sein. Ansonsten, was hätten wir noch anders machen können? Wir hätten halt keine Punkte in Schmieden investieren müssen, weil ob wir jetzt 10 Mana am Schluss mehr oder weniger haben, ja, wen interessiert, hat jetzt nicht gejuckt. Wir haben auch ein schönes Amulett gefunden, das heißt, Amulette haben wir auch nicht geschmiedet. Also die 15 Punkte hätten wir uns auf jeden Fall sparen können. Ich denke, wir haben nahezu alles durchsucht. Wir haben einen einzigen Teleporterstein nicht gefunden. Wir haben alle Quests erledigt. Also das habe ich auch noch nie geschafft. Also in den ganzen Gothic-Spielen haben wir noch nie geschafft, dass wir wirklich alle Quests erledigen. Von daher fand ich das halt auch ziemlich gut. Es hat auch ein bisschen so Gehirnschmalz erfordert. Gerade gegen Ende die ganzen Höhlen, die ganzen Rätseln, die waren schon ziemlich knackig ab und zu mal. Manchmal natürlich straightforward, dann musstest du dahin gehen, das platt machen. Aber gegen Ende, ja, es hat doch schon einiges an, ja, wie soll ich sagen, da muss man schon ein bisschen knobeln. Und durch eure Unterstützung habe ich es halt nur geschafft. Ohne die wäre ich halt echt aufgeschmissen. Ansonsten muss ich sagen, war halt ein echt guter Durchgang. Also wir haben, ich sag mal, bis jetzt ganz zum Ende, bis zum vierten Kapitel, gar keine Probleme gehabt mit den ganzen Feinden. Wir sind echt super durchgekommen. Am Ende, wie gesagt, gerade wenn die halt die Echsenmenschen in großen Massen auf uns zugekommen sind. Ach, guck mal hier, da sind sie, das ganze Entwicklerteam. Bist du verletzt? Das ist gar nichts. Wer spricht da? Ist das Sarah? Das sieht böse aus. Guck mal hier, da sehen wir Björn, Jenny. Die beiden Ehepartner, ja, ja, die so das Gesicht von Piranha Bytes ich bilden. Mich um dich kümmern. Ich glaube, das könnte mir gefallen. Okay, wir hören leider nicht den gewohnten Gothic-Spruch, und zwar alles wird gut. Aber wir haben es geschafft, das Spiel ist durch. Und an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die mich bis hierhin begleitet haben. Und freut euch auf die nächsten Teile. Wie gesagt, Risen 2 und 3 kommt noch und die werden auch blind gespielt. Auch wieder ein Vorteil. Da wir gut als Magier durchgelaufen sind, werden wir auch weiterhin Magier spielen. Von daher schauen wir mal, wie sich Risen 2 und 3 verhält mit Magie. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Salvete und willkommen zu Risen.